da stehen jetzt. Okay, probieren wir es alle. Stressen den Server mal richtig, indem wir gleichzeitig drücken. In 3, 2, 1, los. Ich sehe einen Atompilz auf dem Bildschirm. Boom! Oh! Bin da. Ja, ich stehe da. Und es ist Nacht. Es ist Nacht. Warum Nacht? Es ist Nacht, weil es da losgeht. Achso, das sollte so sein. Das sollte so sein. Und von wegen keine Zombies da. Das Erste, was ich sehe, ist ein Zombie. Ja, das kann der Harzer erst regeln, wenn er selber drauf ist und den Befehl eingetippt hat. Mal gucken, wie schnell der Harzer ist. Jetzt ist er gestorben, vor meinen Augen. Ja, so ist das richtig. Da war der Harzer schnell. Aber ich bin hungrig rausgegangen letzte Mal, so blöd wie ich bin. Jetzt habe ich Hunger. Ja, gut. Aber ich habe noch Katzenfutter. Oh, lecker Katzenfutter. So, ich mache jetzt erstmal alle zu Verbündeten und dann lade ich euch in die Gruppe ein. So, Verbündete. Gruppe. So. Und Verbündete auch, oder was? Ja, alles bitte. So. Ich hab den Einhard. Wo müssen wir denn hin? Kommt sofort, keine Panik. Müssen wir auch das Tutorial machen? Nein, das könnt ihr abbrechen, das Tutorial. Sicher? Und ich, ja. Wie denn? Bei den Quests kannst du das wie eine normale Quest abbrechen. Okay. Und ich teile jetzt einen Wegpunkt mit euch. Wegpunkt teilen. Jetzt habt ihr den Wegpunkt, die Tribute von Neveskin auf die Karte bekommen und könnt das da sehen. Und richtig? Dann kann ich mir den anzeigen lassen? Nee. Doch, dann kannst du da den Wegpunkt setzen und da hinkommen. Was? Nee, ich sehe nur die anderen Spieler. Du musst erstmal den, du hast ihn dann auf deiner Karte. Auf der Karte? So, ich teile den muss ich jetzt anklicken, ne? Teile mit jedem. Ja. Kannst ihn anklicken, dann kannst du ihn auch in deine Liste übernehmen oder markieren oder was auch immer. So. Mhm. Und ich gehe da jetzt auch hin. Und da soll ich jetzt hingehen. Muss ich mich jetzt schon nackig machen oder kann ich damit warten? Wenn du unbedingt damit warten willst. Du bist 300 Meter von mir entfernt. Ich komme zu dir. So, ich mache mich auch schon mal auf den Weg. Oder so. Bin 3 Kilometer weg. Nee, wir müssen in die Richtung, wo du bist. Ach so, dann kommst du mir. Ja. So, der Harzer wird euch Erfahrungspunkte geben. Was wir damit machen, das machen wir dann gleich, wenn alle da sind. Da hat der Harzer jetzt ein bisschen Zeit, euch Erfahrungspunkte zu geben, damit wir hier nicht alle auf wir haben keine Skillpunkte Level 1, Spielstadium 1 anfangen müssen. Obwohl, Harzer und Julia haben bereits Level 2. Frevel, nein. Oh nein. Geht ja gar nicht. Ja, wie gesagt, ich habe hier schon mal ein bisschen von wegen keine Zombies und so, weißt du? Ja, da wird der Kollege Harzer wird den Befehl mehrmals eingeben müssen. Weil es spawnen ja auch immer wieder weg. Welche. Das wollte ich ihn gerade umnieten. Ich habe nämlich einen Knüppel vom letzten Mal noch. Bitte komplett ich nackig machen. Durchaus. Ich habe mir alles ausgezogen, aber ich habe das nicht weggeschmissen. Was soll ich denn jetzt mit Klebstoff? Sag du mir, was ich mit Klebstoff soll. Du lootest du jetzt einfach unterwegs? Ja, aber das kann ich gar nicht anders. Nein, ich loote nichts. Wir laufen jetzt. Wenn ich da über so einen Müllbeutel stand, das ist schon psychomotorisch, da kann ich gar nicht anders. Du kannst gar nicht anders als zu looten, ja? Ja. Ich verdurste. Hast du dir das auch markiert, Andrina? 1,5 Kilometer. Ich habe noch 1,2. Ich habe noch 2,6. Oh. Wir haben Zeit. Vielleicht kann der Harz auch schon mal Punkte verteilen, wenn das möglich ist. Ja. Aber noch nicht, erst mal herkommen, bitte. Noch nicht verteilen? Noch nicht verteilen. Ja, erstmal zum Ziel laufen. Sonst dauert das ja noch ewig, bis wir uns hier treffen, wenigstens. Oder soll ich. Die XP schon verteilen, aber die Punkte noch nicht ausgeben, meine ich. Ach so. Das machen wir gleich, wenn wir alle zusammen sind. Wir haben Zeit, deswegen ist es ja auch erstmal mitten in der Nacht. Und liebe Freunde der Twitch-Integration, ihr müsst noch einen Moment Geduld haben. Aber wenn ihr nicht mit den Befehlen in dem Chat arbeiten wollt, linke Hand ist die Twitch-Integration und rechte Hand ist der 7-Days-Knopf, wo ihr der Twitch-Integration noch erlauben müsst, dass sie Zugriff bekommt. Oder ihr nutzt weiter die Chat-Befehle. Dass ihr da in dem Fenster noch nichts seht an Befehlen, ist normal, weil ich die Twitch-Integration erst später einschalte. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen ja auch mal eine Wolfszuwanderung. Die ist ein Rot. Ja, Andrina, aber die habe ich auch in der Tasche. Ja. So, wo ist denn der Harzer eigentlich? Bist du auch schon in der Nähe vom Ziel? Im Harz?
Im Harz. Ich bin dort. Du bist schon da. Boah, ja. Hier liegt einer. Oh. Hat sich gut versteckt. Ach, da hinten ist er. Hallo. Oh, da steht ein Nackter. Ach, da. Guten Tag, Herr Harz. Hallo. Der ist gar nicht aufgestanden. Willst du mit rüberkommen? Jo. Manu ist hinter uns. Wollen wir auch Manu? Ja. Wo ist denn hier? Warte mal, ich muss den Punkt wieder einschalten. So, hier war. Ein rülpsender, dicker Zombie. Wir warten auf Manu. Wir warten auf Manu. Manu, wir warten auf dich. Aber das ist weit, ne? Ihr seid einen Kilometer von mir. Ja, wir warten. Wir stehen an der Farm und warten. Es sind ja keine Zombies, da kann ja nichts mehr. Meine Helmlampe geht ja gar nicht. Mittlerweile im Debug-Menü die XP rausziehen, ja, aber haben wir ja nicht alle. Danke für den Hinweis, Fuzzy. Das ist nett. Jetzt hast du, Harzer, vielen Dank, einen Zombie tot gemacht. Der hat erstmal einen blauen Sack geschmissen beim Sterben. Ich sehe es nicht, aber ich fühle, dass da gelootet wird. Nein, würde ich niemals tun. Ich lasse den blauen Sack liegen. Das geht überhaupt nicht. Das geht rein physikalisch, geht halt nicht. Ich komme da gar nicht dran vorbei. Ja, guck mal, du, jetzt kommst du schon näher. Man kann die EXP in eine Kiste legen. Das muss ich mal bei Gelegenheit ausprobieren, Fuzzy. Aber cool. Das wusste ich vorher gar nicht. Die kannst du in eine Kiste legen? Das ist ja witzig. Erfahrungspunkte in eine Kiste legen, das wusste ich auch noch nicht. Ah. Das geht? Ja, als Admin, ne, dass man sowas machen kann. Ach so. Eine Kiste mit Punkten. Genau. Guck mal, 700 Meter noch. Ja. Bist du schon am Verteilen, Harzer? Ja, ne? Ich will mal was probieren. Du musst hier durchs Gebirge. Ah ja, es klappt, ich sehe es. Du bist gerade auf Level 56 gesprungen. Ah, das funktioniert. Ein guter Tipp. Ja, nur nicht für die Admin. Level 9000. Nee, ich denke mal so Level, da, ja, 70 reicht. Spielstadium 46.953. Was da kommt eine Admin-Supergranate, gibt's auch? Atombombenwerfende feindliche Flieger. Was macht denn die Admin-Supergranate, Fuzzy? Die heilige Handgranate, wie bei Worms. Und nee, bei. Ah, ja, und die beiden. Die habe ich auch gar nicht gesehen, Fuzzy. Aber das muss ich alles mal ausprobieren bei Gelegenheit. Hätte ich es vorher gewusst, zufällig, hätte ich die XP vielleicht hier in eine Kiste gelegt, aber so. So. Muss der Spieler, nee, der Spielemacher, der Zeremonienmeister da das erledigen. Mhm. Der ist auch ein Zombie. Ranger Station Golf. Rein Tötenköppe. 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 Ach, Köten. Ich habe was mit L ich hab was mit K und L am Anfang erfunden und habe gedacht, ja, du hättest. Swiftfuchs, guten Abend, schön, dass du da bist. Hallo Swiftfuchs. Hallo. So, 400 Meter, ich weiß nicht, wo seid ihr? Klappt das mit dem Befehl, Harzer? Du kommst auf uns zu. Also schneller. Ach nee, Moment. Hallihallo. Hallo. Moinsen. Und Proxima, habe ich Proxima übersehen? Ich verdurste. Erst lasse ich sie auf On buchstaben und dann übersehe ich sie auch noch im Chat. So. Und hier drin gibt's jetzt. Und hier drin haben wir für einen Anfang für jeden was zu essen, zu trinken und einen Knüppel hier in der Kiste. Damit ihr euch dann fortan auch verteidigen könnt, solange bis es losgeht. Okay, ein Vierer Knüppel habe ich da, zweimal Wasser habe ich da und zweimal Ei mit. Ja, wo seid ihr? Genau. Das sollte reichen, bis es losgeht, habe ich mir so gedacht. 175 Meter noch. Und was ist mit dem Zeug, was ich schon in der Tasche habe? Ein bisschen Holz, Steine, 86 Steinpfeile, ein Kleber. Ich habe gerade gar nicht Mann gesehen. Wenn du sie unbedingt im Inventar behalten willst, behalt sie im Inventar. Bist du verletzt? Ansonsten ist hier Platz in der Kiste, wenn du willst. Ich weiß es nicht. Und Kleidung? Ich habe noch diese Pflanzenfaserhemd und so was. Soll ich das rausschmeißen? Es gibt gleich richtige Kleidung, so viel kann ich versprechen. Gut, dann schmeiße ich das raus. Da war ein Zombie? Ja. Die stapelt. Ja, das ist dann, das lässt sich nicht vermeiden. Da ist sie. Huhu. Hallo. Ah, ich sehe, die ersten Leute bekommen höhere Level langsam. Ich habe 9 Schuss Munition für die Schrotflinte. So. Du brauchst sie nicht, aber wenn du sie behalten willst. Ja, Tiptop ist hier Zombies am Töten, wie verrückt. Level 55 hat sie schon. Einer lootet unterwegs und einer levelt hier schnell unterwegs. Auch nicht schlecht.
Ach, aber das sind die Stadt, du hast wirklich? Unten einen Verband, Manu, nimm mal den Verband. Bitte. Die hat ja richtig was aufgebaut hier. Warum ich ja, verletzt? Na klar. Ich habe keine Ahnung. Du hast ein höheres Level gekriegt, dadurch sind deine Punkte. Ah, darum sind. Ah. Genau, das machen wir gleich, wenn ihr alle da seid. Harzer, das ist das, was ich meinte mit Harzer, pumpt euch erstmal levelmäßig auf, da habt ihr gleich Punkte. Schönen Abend dir auch noch, Andy. Schön, dass du dabei gewesen bist. Und schönes Wochenende dir auch. Ja, tschüss, mach's gut. Tschüss. Genau, das sind die Startblöcke und die gibt es nicht nur hier, sondern gleich, wenn es hell wird, siehst du das. Die ganze Küste lang bis hinten raus cool. Sind noch mehr. Aber warum? Wofür? Ja, das ist, ja. Du hast den Film nicht gesehen, ne? Nee. Ja. Und den Schuss nicht gehört, aber das höre ich öfter. Dann wüsstest du jetzt sofort, was das zu bedeuten hat. Ja. Der Film ist klasse. Oh, ist, kann man immer wieder schauen, immer wieder. Das ist aber nicht schlimm. So, der DAX bekommt auch langsam Level. Ich gucke in 3D, Avatar 2, habe ich mir die Blu-ray in 3D gekauft. Ich habe den noch nicht geguckt, aber irgendwann demnächst werde ich mir den schön in 3D angucken. Hm. Limitierte Auflage in 3D. Sehr gut. Mhm. Sehr schön. So, wir sind auch bald da. So, und gleich Levels, bis der Harzer kommt. Reicht! Mein Level reicht! Ich bei mir auch steht auch Level 36 bei dir. Level 83 bin ich schon. Das ist schon verzögert. Dann ist das nicht so aktuell gerade. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, nur nicht noch höher. Möchtest du was zu essen haben? Das Spielstadium nee. 99 ist mir sehr sympathisch. Keinen Hunger? Nein, noch nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe keinen Hunger und keinen Durst. Warum habe ich so Hunger? Es gibt gleich was. Es gibt gleich was am Ziel. Macht euch keine Sorgen, es ist für alles gesorgt. Oh, sehr schön. Ich übernehme Garantien, solange bis die Twitch-Integration läuft. Vielleicht findest du da drin was. Ja, ich krieg ja gleich was. Und wieder ja, nur genau. Hunger. Was ich ist denn nichts ein, damit ich mein Inventar noch leer ist. Ein halbes Schwein auf Toast. Ein halbes Schwein auf Toast, ja. Ja, weil ich schon mit mehr Hunger angefangen habe. Das war das. Jetzt siehst du es, wenn du Richtung Norden guckst. Na, jetzt dachte ich gerade, es wird heller, jetzt wird es erstmal wieder dunkel. Achso, die Zeit ist wieder auf. 700 Meter. 0 Uhr gesprungen. Ja, brauchen wir jetzt aber dann nicht nochmal, danke. Die kommen ja gleich alle hierher. Na, auf jeden Fall wollte ich sagen, man sieht das so ein bisschen, wenn man Richtung Norden guckt, da sind ja hier noch so weitere Wege. Da hinten sind nur mehr Startblöcke, jeder nur einen. Genau. Da steht Hunger in Spiegelschrift drauf. Richtig, weil das hier die Hungerspiele sind. Julia, da guck mal, Manu. Oh? Julia, welches Hallo, Level hast du? Ein Mojo. Da steht was von 61. 61 habe ich ja und Spielstadium ja. 73. Das ist Level 61, ab bisher geht noch. Oh, wir sind gleich da. Manu, komm. Jetzt 67. 500 Meter. Oh, ich bin hungrig. Sonja nimmt uns mit in jetzt die Wanne und 72. Hat das Tier ausquartiert. Dann viel Spaß beim Planschen. Oh, Planschen ohne Tier, das ist gut. Ja. Ist immer doof, ja, wenn man die ganzen Katzenhaare in der Wanne hat. Katzenhaare statt Schaum. Wenn mal jemand, der eine Katzenhaarallergie hat, heimlich das Kopfkissen ausfüllen mit Katzenhaaren. Oh. Boah, das wäre aber echt eine ganz gemeine Geschichte. Außerdem reagieren die meisten ja nicht auf die Haare, sondern auf Bestandteile im Kot, ne? Oder die Milben. Speichel. Wenn die Speichel. Ach so. Okay, tatsächlich, bei mir sind es die Milben. Mhm. Aber mein Katerli ist Hypoallergen. Julia tanzt am Glastisch. Table Dance. 300 Meter, wir sind gleich da. Ja, wir sind gleich da. Sand, was soll ich denn mit Sand? Ah, Proxima. Plastik, okay. Was soll ich denn mit Plastik? Tisch? Speichel, Geld, genau. Jeder, der Voucher kennt, der weiß, warum ich Plastik sag. Ich bin mal verrückt geworden, ja. Als der Maref gespielt hat. Ich bin jetzt Level 36. Plastik. Das ist doch sehr schön. Was wird da langsam? Da lohnt sich doch der Weg. Für jedes Stück, was ihr euch zurücklegt, bekommt ihr Level. Ich finde das aber schön, dass ihr so weit vorauseilt. Schmoll, schmoll. Das ist halt so das Training vor den Hungerspielen. Das müsst ihr euch jetzt einfach nur vorstellen. Ja. Ausdauertraining, Krafttraining. Dankeschön. Genau, mal mit Pfeil und Bogen in die Jury schießen, ne? Gehört alles dazu. Genau. So. Ja, die an den ist das. Fähigkeiten zweifeln, den wird das dann mal live. So, wer ist hier noch? Ja, hallo.
Guten Tag. Hallöchen. Tipptopp. In der Kiste ist Essen, Trinken und ein Knubbel. Jetzt nicht mehr. In der? Ah, in der. Oh ja, ich nehme mir mal was raus. Ne? Damit wir hier überleben. Mal so nackt kommen wir nie wieder zusammen in dem Spiel. Und dann nehme ich mir auch. Aber so sieht man auch mal ein bisschen genauer, wie sich wer den Charakter designt hat. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich aussehe. Ich habe keine Ahnung. Schick sich. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das auch mit den farbigen Haaren probiert, ja. Ich habe. So, wir sind jetzt alles mindestens. Haare? Ernsthaft? Die Gesundheit nimmt ab, weil wir alle Hunger und Durst haben. Ach, ich weiß warum. Und mit der Erhöhung des Levels kriegt man auch höhere Lebenspunkte. Ach ja, stimmt. Sie haben nicht abgenommen, sondern man hatte nur nicht mehr am Anfang. So ist das. Ja. So ist das. Okay. Jetzt haben wir alle einen Level, der mindestens 70 ist. Und jetzt könnt ihr eure Punkte verteilen. Als Training sozusagen, wie ihr wollt für diesen Event. Jetzt habt ihr ja einen ganzen Haufen Punkte, die ihr alle verteilen könnt. 70, das kann Stunden dauern. Ich hatte ja schon was von dem vorherigen Spiel. Ich wundere mich gerade. Ich habe einen Vorsprung. Aber wieso hast du das denn? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe auf dem Server schon mal ein bisschen gespielt, so eine Stunde oder zwei. Ein Ingame-Tag. Oder fünf. Und da hatte ich auch schon ein bisschen was geskillt und so, das habe ich jetzt hier alles. Das ist jetzt nicht so viel, aber so ein paar Dinge habe ich halt schon. So, verstehe. Ja. So, wollen wir mal gucken. Macht das hier ganz flott hier. So. Kaufen. So. Ich mach's da ziemlich wahllos, muss ich zugeben. Kaufen. Ja, gut, ob es jetzt ein paar Minuten mehr oder länger dauert, ist egal. Das ist nicht so schlimm. So, was brauchen wir hier noch? Da noch ein Punkt. So. Noch ein bisschen. Bisschen Revolver. So viele Punkte hat er noch nie auf einmal zum Verteilen, oder? Nee. Das ist mega cool, echt? Ja, das ist mega. Das finde ich auch. So, laufen und schießen. Ein bisschen Parkour kann nicht schaden. So. Du musst jetzt doch nicht alles verraten, was du machst. Na gut, man kann es sowieso im Stream sehen. Stimmt. So, was haben wir denn hier noch? Das braucht man nicht. Was kann das denn hier? Das braucht keiner. So, Bücher haben wir keine. So, wo packe ich denn jetzt den Rest hin? Hier können wir was reinpacken. So, ich habe schon alles weg. Man weiß ja nicht, ob man aber eine gute Wumme findet, ne? Ja, dann da mal jetzt. Ich verrate mal noch nicht zu viel. Ich meine, ich habe ja schon das meiste verraten. Kannst auch Punkte aufheben. Aber. So für die eiserne Reserve. Geht da noch mehr? Bestimmt. Nee, das nicht. So, hier noch was? Irgendwann teurer. So, was haben wir denn noch? Oh, da kann man noch was reinpacken. Ein bisschen tolerant können wir noch sein. Kann das hier? Oh. Also ich habe noch Punkte über. Ich habe noch ein paar über. So, ich habe jetzt tatsächlich noch 7 Punkte und die 7 Punkte behalte ich. Ja, ich schon. So, jetzt zieht mir noch schnell was zu essen rein. Essen? Ja, hier in der Kiste ist für jeden Essen und ein Knüppel. Oh. Und ich lasse euch jetzt mal 90 Sekunden allein, dann komme ich wieder und dann geht's los. Hände waschen. Knüppel. Das war ein Tropfen auf einen heißen Stein. Einmal Speck und einmal Wasser. Ja, ist nicht. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe sonst immer blaue Haare, warum bin ich eigentlich blond?
Ja. Tja, ausgeblichen. Hast du hier in der Nacht einen Mondbrand gekriegt? Ich glaube auch so. So, was habe ich denn noch an Punkten? Noch 22. Wohin denn damit? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ne, ich habe keinen mehr. Hast du alle ausgegeben, Manuela? Ja. Sehr gut. Ich habe hab auch noch einen. Ich hab auch noch 7 oder 8 über, glaube ich. Aber ich habe jetzt das, was ich wollte. Huch. Habe ich, glaube ich, auch alles. So, da ist er wieder. Ja. So, bitte nehmen Sie Ihre Startposition ein. Jeder einen Block. Guck mal, hier sind 1, 2, 3, 4 Blöcke. Und aber da hinten sind auch noch mehr. Wie, wo da hinten? Ja, entweder hier vorne gibt es noch welche und da hinten gibt es noch welche. Und jetzt muss man schwimmen? Am Ufer? Nein, musst du nicht. Warte. Ah, genau. Hier sind auch noch welche. Geht noch nicht los. Ich werde dann gleich noch mal kurz umschalten, die Twitch-Integration starten. Ich wollte eigentlich bis 3 Uhr früh warten, weil es dann langsam hell wird. Können wir noch ein bisschen quatschen, wenn ihr wollt. Genau, es gibt Blockunterricht, Hexerle. Ich sehe Manu nicht. Wo ist Manu? Ich stehe hier. Die ist hier bei uns ein paar Meter weiter. Wir sehen uns aber alle gleich wieder. Es gibt ja hier, die Pfeile zeigen geradeaus und da unten gibt es so einen Weg. Wenn man dem Weg folgt, dann kommt man hier rüber bis zu der Insel. Und auf der Insel gibt es Ausrüstung. Da rüsten wir uns dann aus. Und cool. Die Twitch-Integration zählt ja die 5 Minuten runter. Und wenn die 5 Minuten weg sind, gibt es entweder Saures oder Süßes. Was wir dann machen, wenn wir ausgerüstet sind, das ist dann wie im Film. Da können wir absprechen. Es geht einfach darum, hier ein paar Stunden zu überleben, was auch immer wir da machen. Und wenn wir uns da oben in Vorbauen rumstehen und nichts mehr machen, das wäre Julia-Style. Aber man darf die Insel auch verlassen, hingehen, wo man will, oder was? Genau, man darf auch was hingehen, wo man will. Stopp. Was für ein Style? Ich habe gesagt, Julia-Style, wir bleiben da und verbarrikadieren einfach die Insel bombensicher und bleiben da einfach stehen und warten, während alles ab, was da kommt. Wir können die 4 Türen noch toppen. Ich wollte gerade sagen, von Tür 1. Das ist nicht der Julia-Style, das ist der Schissbuchsen-Style. Von Tür 1 bis Tür 8. Der Schissbuchsen-Style statt Gangnam-Style. Ja. Naja, ich spreche da doch ein bisschen der Vergangenheit. Das war so, jetzt ist das nicht mehr so. Obwohl in manchen Situationen, da ist mir dann doch schon ein bisschen flau. Wie jetzt? Na, jetzt nicht. Jetzt nicht, okay. Ich bin am Verhungern, echt. Gut, dann gehe ich mal hier im Stream nochmal kurz in den Hauptbildschirm, starte die Twitch-Integration. Ich sag dann Bescheid, keine Panik. Bleiben Sie ruhig stehen. Machen Sie keinen Quatsch. So, lass hier nochmal das den Trailer für euch laufen, so lange. Yoshi, mach keinen Quatsch. Weil ich so noch denke. So, Anmeldung bei Twitch. Kann schneller gehen, als man glaubt. Ja, ich befürchte sowas. Die Zombies verlieren dauernd den Kopf. Aber wie schön diese Holzteile aussehen, die Blöcke. Ja, ist richtig Arbeit gewesen, das hier alles hinzufummeln. So, Authentication. Ich lasse den Trailer noch gerade noch mal einmal durchlaufen. Warum haben die da drüben eigentlich schon Fackeln? Du hast auch eine. Das hast du in deiner Tasche, wenn du startest. Das kriegst Ach so. Du. Nee, ich hatte vorhin alles komplett rausgeworfen, weil ich vorher mal was getestet hatte. Ja, ich hatte die Fackel. Ich hab die Fackel und den Verband behalten. Und die Fackel dabei, die Dose, damit ich den Zuschauern was zeigen kann. Jason 110 oder so lassen? Nee, nicht nochmal. Das war schon absichtlich, dass es jetzt tatsächlich am Tag dann losgeht, damit wir vorher die Zeit haben, hier Gedönsrad zu machen. So. Auf die Plätze, fertig, los. 4:12, los. Ich traue mich nicht. Oh, ich habe Angst, dass ich runterfalle, ne? Da steht 412 oder sowas drauf. Ah, na toll, jetzt bin ich runter. Du sagst es und ich falle runter. Ja. Ja. So, dann schwimme ich jetzt. Was soll denn die 412 hier? Ist das die Feuerwehr? Das sind die 412. Level-Scale Hungerspiele. Ach so. Ah, da sind Kisten. Gut, dass ich vor Kur schon gelevelt habe. Jetzt seid ihr alle schneller. Ich hab genau deswegen hab ich gesagt, die sind aber leer, die Kisten. Wartet, Hilfe. Was ist denn das? Ey, Lampen? Ernsthaft? Klang ich mal kurz zum Harzer. Solange ich hier noch schwimme. Anna.
Sehr cool. Die ganze Kistengeräusche. Quietsch, quietsch, quietsch. So, jetzt bin ich auch da. Fehlt mir die Ausdauer, weil ich schnell geschwommen bin. Du bist ins Wasser gefallen, Jason, gell? Ja, du sagst, hoffentlich falle ich nicht ins Wasser. Ja, ich falle um die ins Ecke flitzen. Hätte es passieren können, ja. Was ist so. Das? Da ist er. Oh, ich sage. Eintischlampe. So, jetzt könnt ihr euch ausrüsten hier, wie ihr wollt. Nicht alles rauslooten, sondern sinnvoll ja, ausrüsten. Ja, alle Erbsen. Alles, wo ist denn alle mit R? Hä? R. So, gut. Was ist das? Hose. Ich habe alle Fahrräder genommen, nur damit ihr keine kriegt. Möchte jemand ein Fahrrad kaufen? Nein. Möchte jemand ein Fahrrad kaufen? So, ich habe mich jetzt erstmal angezogen. Ach stimmt, das gibt's ja auch noch. Ja, ich habe nichts zu anziehen gefunden. Bis jetzt. Oh, aber das mit den Küsten ist sehr anstrengend. Küsten, passe. So, warte mal, hier, Waffen und Gedöns. Ihr schafft das. Boah, gar keine Munition mehr da hier. Ach doch, schon gut. Es ist auch noch zwei Minuten Zeit, bevor es losgeht. Keine Panik. Ich finde das ganz schlimm. Was mit den Kisten? Ja, ich find's witzig. Da geht noch einer, ne? Ja. Hey, warte mal. So, jetzt erstmal hier. Völlig vergessen, wo ist denn die Munition? Dieses Sandwich hier, tonnenweise. Super. Ich krieg ja, aber Durchfall. Es sind auch Vitaminpillen dabei, deswegen kannst du die nämlich essen. Das brauche ich nicht. Boah, ich habe ja noch nicht mal mehr 762er Munition. Alles weg. Ja, ich habe gar keine Waffe. Ja, ich kann die Munition gerne haben, Jason, weil ich habe nicht eine einzige Waffe gefunden. Waffen sind Moment. Oh, ich hab die ganze Kiste genommen. Ja. Wo sind denn hier Waffen? Waffen habe ich keine. Ganz oben. Nee, es ist keine einzige Waffe. Naja, dann lege ich jetzt oben. Die Munition. Nein, aber Munition es ist keine Waffe. Nein, es ist keine. Wer hat jetzt gesehen? Dann lege ich die Munition zurück. Und die mit der Axt. Ja, ach, doch. Also, hier ist ja Waffen drin. Hier wo Tiptop steht. Ganz oben. Ja. Ach, Dynamit. Oben rauf, Dynamit. Da ist noch eine Reihe Kisten. Ach, das sind hier habe ich nicht gesehen. Kommen Sie rauf, machen Sie ganz in Ruhe. Na, jetzt habe ich. Nee, so, Knüppel reicht. Fertig. Naja. Ich hab jetzt die Munition wieder zurückgelegt. Ja, warum? Ich habe mich da jetzt gut bedient. Ja. Ich habe einen Knüppel. Reicht mir. Machen wir mal die Kiste auf. Öffnen. So, 100 Schuss davon. Na gut, habe ich von allem ein bisschen. Ich habe auch gar keine Klamotten. Wo sind denn Klamotten? Wenn du draußen vorstehst, unten rechts. So, oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt läuft die Twitch-Integration. Flo, grüß dich. Bring Kaffee und Tee mit. Ist herzlich willkommen. Hallo. Aber irgendjemand muss Tausende von Schuss 7,62 mm haben. Ich. Nein, nur 500. Ich hab 550. Moment. Ich hab 100 Schuss, das ist alles gut. Nimm dir mal Waffen, ich geb dir Munition, ich hab viel zu viel. Ich hab drei Päckchen wieder reingetan. Hier, okay, was soll denn das? Mann! Ich mach die gleich mal auf und dann tue ich das auch rein. Ich weiß nicht, wie viel das... Ich hab meinen Knüppel, das reicht. Was soll denn das? Ich hab in Prügelpeter ja geskillt. Hört ihr? Hier ist wieder Munition drin, ne? 762, hier. Wie macht man das denn? War denn irgendwo noch Essen und Wasser? Hier so viel. Irgendwo. Da auf, Kiste zu. Vergesst nicht, euch anzuziehen. Oh, ich hab gar nicht so viel. Warte mal, was. Ach, oh, Granaten und Zündspaß. Nehme ich auch mal ein bisschen mit. Futter. 5 Wasser, 5 Penner, ein Topf. Ah, warte mal, ne. Stein, Axt, Schaufel, Picke.
wenn jemand Material mitnehmen möchte, es liegt ja auch hier Holz, Beton und alles Mögliche, ne? Wenn jemand was bauen möchte. Ja, ich habe mir so ein bisschen was davon mitgenommen. Eigentlich gibt es eigentlich auch Scharfschützengewehre. Ach, die AK, die ist ja schon richtig gut. Ja, es ist für jeden Geschmack was dabei. Na? Ja, es gibt auch ein Scharfschützengewehr. Taktisches Sturmgewehr, AK-47. Es ist auf jeden Fall noch ein Scharfschützengewehr drin in der Kiste. So, war die Munition nochmal? Da rechts, Jens links da so. Wo war ich denn jetzt? So, ich nehme tatsächlich auch vergammelte Sandwiches und Vitaminpillen mit. Vitaminpillen, ja, da habe ich die. Hab ich jetzt, da hab ich auch. Und trübes Wasser, das kann ich ja alles mit den Vitaminpillen benutzen. Ist ja noch Munition. Taktische Sturmgewehr will das keiner. Wo, hat jemand noch 9mm? Hier in den beiden Pisten aus. 9mm kann ich dir welche abgeben. Hab ich ein bisschen hier. Warte, ja, ist gut, ist gut. Hab ich. Hab ich. Die Stullen. Ja, du kannst sie essen, wenn du Vitaminpille vorher nimmst. Genau wie das dreckige Wasser trinken kannst. So, warte mal, ich muss mal dann nehmen wir die Vitaminpille auch ein mit. Meine Kleidung. Aber du kannst dich voll. Es ist jede Waffe noch einmal vorhanden und Munition. Findest du dich? Ja, finde ich dich. Ja, ist da alles. Denn hier, wo konnte ich denn genau die Kisten die ganze Zeit? Ja. Kistenback. Wo kann ich denn meine Taschenmod? Ach, das geht nur in der Rüstung. Ich habe keine Rüstung. Ja, ich habe jetzt gerade. Was brauchst du aber lieber einen Bogen? Den Zettel schmeiße ich mal hier raus. Willst du meinen Bogen haben? Ich habe einen Dreier-Primitivbogen. Willst du haben? Nee, den kann ich mir später bauen. Ich habe ja. Ach, das ist eine Waffentaschenlampe. Ich dachte, das wäre eine Stirnlampe. Habe ich auch gedacht. Die habt ihr natürlich nicht da drin, ne? Wo war nochmal die Apotheke? Eine Waffe ist da auch nicht. Ach stimmt, die Apotheke. Ich hab doch gar nichts mitgenommen. Hier ist ein Holzbogen 1. Oh. Und Eisenpfeile. Hier, da. Dann nehme ich den Holzbogen. Und da und Dings. Genau, ah, Medizin. Ich nehme 55 reicht ja erst. Wo war denn die Medizin? Sind die 5 Minuten immer noch nicht abgelaufen? Ja, Medizin. Wo sind sie? Medizin suche ich auch noch. Wo sind die Medizin? Gibt es sowas hier? Gab es zumindest. Verband. Ach, ja, ich hab doch alles mit R gelootet. Verband habe ich nämlich keinen. Also. Ach, ja, ich auch nicht. Ja, ich hab keine auch Verbände, aber es ist ja jetzt auch egal. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit für den Chat zu supporten, ne? Oh, dieses Geklapper. Ich muss mal ganz kurz, ich stell mich mal hierher. Und bin gleich wieder da. Mal, okay. Also, ich kann wieder anstatt einmal die Kisten der Reihe nach durchzugehen, weißt du? Nein. Kreuz und quer hier. Ja. Ist doch super, ich hab mal genau. Das ist ein Geklapper, ja. Das ist nicht. Da oben liegt eine Lampe, okay. Wir liegen überall. Ja. Das war ich. So. Leider kann man mich nicht anschalten. Warum gibt euch ruhig noch hier trübes Wasser, Vitamin. Was rosafarbene Lampen drin. Was rosafarbene Lampen, ja. Okay, wir haben noch Knüppel und Klimbim. Ja, alles Mögliche da. So, ja. Gut, lieber Chat, ihr könnt mal sagen, ob die grafische Benutzeroberfläche, ob die funktioniert, wenn die jemand ausprobieren sollte. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt schon klicken, aber vor allen Dingen, da auch momentan Sunshine nicht da ist. Sobald wir hier gleich los sind, werden wir, wenn einer Oberfläche AFK ist, auch auf Pause. Okay, hä? Super, danke. Oberfläche funktioniert. Genau. Wer sich wundert, warum nicht? Also man muss mindestens mal geschrieben haben. Sonst tut sich nix. Ah. Weil man bekommt Punkte ja für die Beteiligung beim Chatten. Sonst kriegt man ja gar keine Punkte, die man irgendwie in der Twitch-Integration verwenden könnte. Die Waffen sind schon geladen. Ja. Ich meine, wir haben hier einen ganzen Abend gesessen und nur Waffen das durchgeladen. Ich, ja. Und nur Waffen durchgeladen. Ach, die ganze Zeit. Holz wollte ich vielleicht noch mal ein bisschen. Es gibt Holz, es gibt Pflastersteine, es gibt Beton. Ja, Pflastersteine und Beton habe ich. So, aber okay. Jetzt hier die ganzen, ja, dass du zwischendurch mal ein paar Blöcke machen kannst oder sowas, weißt du? Ach so. Schöne Hose hast du. Ich nehme auch Pflasterstein und Beton mit. So. Gibt sogar Eisen und Stahlbarren und. Vielleicht wolltest du damit den Bauchtanzwettbewerb gewinnen.
Da hat's er mit der Hose. Ja, sieht aus wie Yeti für Arme. Das ist eine Weihnachtshose. Mann, hast du gesehen, dass du Dynamitstangen und sowas hast? Ich hab welche eingepackt. Rohrbomben habe ich ein paar eingepackt. Rohrbomben, Dynamitstangen und Granaten. Die Rohrbomben haben den Vorteil. Wie gehen die eigentlich? Wie benutzt man die eigentlich? Erst anzünden und werfen. Rechtsklick. Rechtsklick anzünden und schnell wegwerfen. Okay, mit Rechtsklick anzünden und dann werfen. Ja. Nein, Rohrbomben. Im Vergleich zum Dynamit und zum... Wie werfe ich die denn? Nicht mit Klicken normal, ne? Also ihr drückt halten links dann. Also ich versuche das... Halten. Ein Fahrrad ist da noch drin, ne? Wer noch keins hat. Ja, irgendwie ist mir das suspekt. Also was ich gerade noch sagen wollte. Das Dynamit und die Handgranaten machen ordentlich Schaden auch an Blöcken. Die Rohrbomben haben den Vorteil, die machen so gut wie keinen Blockschaden. Deswegen kann man die auch mal gut in Räumen verwenden. So, jetzt aber gut hier mit Feuerwerk. Mit Rechtsklick habe ich die gezündet und dann Linksklick gehalten, oder wie? Ja. Auch nicht zu lange. Und wieder halt loslassen, die bevor die Zündschnur abgebrannt ist. Wenn ich loslasse, dann wirft sie. Ja. Okay, und je länger ich halte, desto weiter wirft sie? Ja. Ah, jetzt langsam. Das muss man ja vorher wissen. Wenn man das hinterher weiß, ist meistens... Oh, was, wo, wie? Ach. Der knurrt hier. Es war nur Erschrecken. Kann man hier im Ingame-Chat sehen. Oh. Philipp hat Erschrecken auf Andrina angewendet. Philipp. Das kann man hier im Ingame-Chat, wird das angezeigt. Philipp, ganz ehrlich, ich hasse dich jetzt schon. Ich bin wieder da. Willkommen zurück, liebe Gret. Jetzt zieh dich erstmal in Ruhe aus. Zieh dich mal an. Sie zurück, genau. Ich hab mich zum Anziehen. Also da ist jede Menge drin. Gewinn. Irgendwas zieh ich nicht an, da bleib ich lieber nackt. Oh, zieh das an, das ist doch jetzt egal. Geht doch. Und noch eine normale Hose. Wer hat denn da die Hosen? An. Es waren noch genug Hosen da. Ich habe eine Hose. Ja, ich habe auch nur eine Hose. Was soll ich denn mit mehreren Hosen? Ach so, ich dachte, weil gerade eben war Sunshine noch nackt. Ich dachte, sie hat keine Hose. Meinen Dornanzug habe ich hier wieder reingetan. Nee, aber ich habe die Nerv auch nicht, diese Kisten. Das macht mich irre. Ich hab, was ich brauche. Ah, das ist diese hier, wo ich dran bin. Ja, das ist ja tipptopp. Das ist Sunshine, das hat diese, ich so gemacht. Ich wusste jetzt, dieses Geklapper hat fast in den Wahnsinn getrieben. Jetzt ist ja auch Schluss. Du brauchst ja nur noch die eine Kiste. Dann hast du ich nehme noch ein paar Schuhe, aber das reicht. Nimm noch ein Hemd. Nein, das ist hässlich, das ziehe ich nicht an. Das ist nicht auch die Kleine. Das sind doch nur T-Shirts. Außerdem ist da nirgendwo ein Kajalstift drin. Machen wir noch. Irgendwo. Machen wir noch. Das ist doch ein T-Shirt, ist da auch noch. Meine Prinzipien, ist mir egal. Ich bleib so. Trikot tauschen. Dann wollen die Leute halt nicht hingucken. Ist mir wurscht jetzt.